Hallo, ihr Lieben, hier bin ich wieder. Es geht mal wieder weiter mit dem Thema Krebs. Und da geht es heute um Überlebende und wie man das bewerkstelligt. Fred Evrard, Andrew Scarborough, Pablo Kelly, diese Namen werden euch nicht viel sagen. Wer die Low-Carb-Szene ein bisschen kennt, hat davon vielleicht schon mal gehört. Diese drei haben in sehr jungen Jahren eine Krebsdiagnose bekommen und sie haben den Krebs besiegt. Fred Evrard hatte Darmkrebs, anfangs Blut im Stuhl, das ganz normale Szenario, die ersten Symptome, die man ignoriert. Man hat ja anderes zu tun. Er war gerade ausgewandert in die USA, hatte Stress, wollte sich dort geschäftlich niederlassen mit seinen Kampfsportzentren. Und es gab Schwierigkeiten mit den Behörden und dem Papierkrieg und mit Geld. Und jo, und dann hat er also diese Symptome sehr viele Monate vor sich hergeschoben, bis klar war, dass es sich eben nicht um harmlose Verdauungsprobleme oder einen Reizdarm handelt, sondern um Krebs. Und als das feststand, wäre es dann auch fast zu spät gewesen. Darmkrebs kann man heute recht gut behandeln, wenn man ihn früh erkennt. Und deswegen hat er so ein bisschen seinen Schrecken verloren. Aber so ganz harmlos, wie man denkt, ist das nicht. Meine Großmutter ist an Darmkrebs gestorben in den 70er Jahren. Da gab es noch nicht so viele Vorsorgeuntersuchungen und Früherkennungen. Und auch wenn es welche gab, hat man sie nicht gemacht. Das hatten die Leute damals noch nicht so auf dem Schirm. Und ja, die Gene. Ich habe natürlich einen Teil meiner Gene von meiner Großmutter und deswegen habe ich das auf dem Schirm und interessiere mich für alles, was sich tut in diesem Bereich. Ja, die meisten Menschen warten zu lange, trotz Symptomen. Der Darmkrebs ist ein sehr freundlicher Krebs, der informiert einen über das, was sich da zusammenbraut, durch Blut im Stuhl und andere Dinge. Aber es wird zu lange auf die leichte Schulter genommen, obwohl diese Signale normalerweise nicht zu übersehen sind. Aber das ist genau das, was Fred auch getan hat. Als der Tumor diagnostiziert wurde, bei ihm war er 10 cm groß und hatte sich örtlich ausgebreitet. Und falls es in diesem Stadium noch keine Metastasen gab, konnte es nicht mehr lange dauern. Fred verließ sich nicht auf die Schulmedizin, sondern nahm die Sache selbst in die Hand. Er recherchierte, was das Zeug hielt und wählte einen natürlichen Weg ohne Chemie und Gift. Angefangen hat er mit einer dreiwöchigen Fastenkur, Wasserfasten. Und danach hat er mit einer extrem ketogenen Ernährung weitergemacht, immer wieder unterbrochen von Fastenphasen, 5 Tage die Woche fasten, 2 Tage die Woche essen oder so. Und damit schaffte er das vermeintlich Unmögliche. Nach 4 Monaten war der Tumor weg. Heute ist Fred krebsfrei und gilt als geheilt, obwohl ich sage, wer einmal Krebs hatte, kann wahrscheinlich nicht wirklich von einer Heilung sprechen, sondern nur von einem Stillstand oder einer Rückbildung, was aber auch schon sehr positiv ist. Es ist deutlich besser, als daran zu sterben. Aber ich vermute, dass wenn man zu seinem alten Lifestyle zurückkehrt, weil man denkt, man hat den Krebs im Griff, dann ist der Krebs eventuell irgendwann auch wieder da. Über den Fall von Fred habe ich erst vor kurzem erfahren, deswegen habe ich nicht so wirklich ganz viele Hintergrundinformationen. In der Beschreibung findet ihr ein paar Links für die, die Englisch sprechen. Ist mal wieder alles auf Englisch. Und ihr könnt auch gerne selbst nochmal suchen im Internet, ob ihr etwas dazu findet. Noch beeindruckender als diese Geschichte ist das, was Andrew Scarborough und Pablo Kelly erlebt haben. Sie hatten beide einen Gehirntumor, und zwar einen von der übelsten Sorte. Andrew war 27, als er in einem Bahnhof auf dem Bahnsteig zusammenbrach.
Die umstehenden Reisenden dachten zunächst, er sei betrunken oder im Drogenrausch. Aber dann wurde der Wachdienst alarmiert und im Krankenhaus bekam er dann seine Diagnose. Anaplastisches Astrozytom. Das kann man kaum aussprechen und so kompliziert ist es auch. Das ist ein bösartiger Hirntumor, der durch diffuses Wachstum, erhöhte Zelldichte und Kernteilungsfiguren gekennzeichnet ist. Bei Andrew hatte der Tumor bereits Stufe 3 von 4 erreicht. Unbehandelt hätte er sich in kürzester Zeit zu einem Glioblastom entwickelt. Das ist die Stufe 4 und der absolute Albtraum. Man kann eine Tumormasse normalerweise operativ reduzieren, aber bei einem Glioblastom und seinen Vorstufen ist das schwierig und riskant, weil der Tumor nicht in sich geschlossen wächst, sondern in umliegendes Gewebe infiltriert. Bestrahlung und Chemotherapie sind deshalb gängige Behandlungsmethoden, aber im Normalfall bringen beide nicht viel, außer dass sie das Gewissen der Ärzte beruhigen. Gänzlich ohne Behandlung liegt die mittlere Überlebenszeit bei einigen Wochen. Mit den Methoden der Schulmedizin erreicht man in den besten Fällen 15 Monate, was ich jetzt nicht als den großen Wurf bezeichnen würde. Und wenn man diesen mickrigen Erfolg den Nebenwirkungen gegenüberstellt, dann kommt man schnell zu der Überzeugung, dass gar nichts tun vielleicht am Ende das kleinere Übel wäre. Die Zeit, die den Betroffenen bleibt, reicht oft gerade noch, um seine Dinge in Ordnung zu bringen und den Nachlass zu regeln. Andrew wurde operiert und bekam Chemotherapie und Bestrahlung. Aber nachdem trotz der Bemühungen der Ärzte keine Besserung festzustellen war, traf er die Entscheidung, sein Schicksal selbst in die Hand zu nehmen. Er recherchierte alles, was er zu dem Thema finden konnte und machte sich selbst zum Versuchskaninchen. Bei Andrew verursachte dieser Tumor zusätzlich zu den ganzen anderen Problemen epileptische Anfälle und über diese Schiene kam er dann zur ketogenen Ernährung, weil bekannt ist, dass die sich für viele Epileptiker als Segen erwiesen hat, wenn keine andere Behandlungsmethode mehr hilft. Andrew hatte Glück im Unglück, weil er auch vorher schon großes Interesse an dem Zusammenhang zwischen Ernährung und Gesundheit gehabt hatte und auch eine entsprechende Ausbildung gemacht hatte. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, was es war, aber er war irgendwie Ernährungsberater oder irgend sowas in dieser Art. Durch sein Vorwissen war es natürlich dann auch leichter für ihn, an den richtigen Stellen nach den richtigen Informationen zu suchen. Und Glück war weiterhin, dass die ketogene Ernährungsform gerade zu diesem Zeitpunkt immer mehr Anhänger fand und es immer mehr Informationen gab. Die rapide wachsende Community verfügte über Videos, Websites, medizinische Studien, Erfahrungswerte. Das alles machte es Andrew leichter, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und die Erfolgsgeschichten machten Hoffnung. So entwickelte er nach und nach seinen ganz persönlichen Anti-Tumor-Lifestyle. Dieser bestand aus Langzeit- und Intervallfasten, Kalorienreduktion, ein gemäßigtes Bewegungsprogramm, niedrige Blutzuckerwerte und so weiter. So macht er zum Beispiel jeden Tag einen 2-stündigen Spaziergang, etwas strammeren Spaziergang und testet danach seine Blutzuckerwerte. Wenn das Ergebnis zu hoch ist, wartet er mit dem Essen, bis sie im gewünschten Bereich sind. Also er nimmt es ganz genau und das ist wahrscheinlich auch gut so. Seine Kalorien limitiert er auf 1600 pro Tag. Seine Lebensmittel bestehen zu 85-90% aus Fett und zu 10-15% aus Eiweiß und zu 0% aus Kohlenhydraten. Er isst nur tierische Produkte, weil tierische Produkte die wenigsten Kohlenhydrate enthalten.
auch Omega-3, Omega-6, das Verhältnis zwischen 3 und 6 ist wichtig für ihn. Und aus diesem Grund wurde Fisch zu einem seiner wichtigsten Lebensmittel. Ein hoher Fettanteil in der Nahrung hat sich bei Kindern, die unter epileptischen Anfällen leiden, als zielführend und erfolgreich erwiesen. Für Menschen, die keine gesundheitlichen Probleme haben und die deshalb nie auf die Idee kämen, sich selbst so zu kasteien, wie Andrew das macht, käme seine Art der Ernährung einer Folter gleich. Aber für ihn ist klar, dass er nur so am Leben bleiben wird. Seine von den Ärzten prognostizierte Lebenserwartung hat er inzwischen um 8 Jahre überlebt. Und das ist für mich doch ein sehr schlagendes Argument. Andrew ist im Laufe der Zeit zu einer N equals one geworden. Das ist eine Studie, die aus einer Person besteht, aber er betreibt diese Studie mit sehr viel Ernsthaftigkeit. Er macht viele, viele Tests, Labortests und arbeitet jetzt auch aktiv an Studien mit in diesem Bereich. Andrew isst sehr viel Sweet Bread. Das hört sich nach süßem Brot an, hat aber mit Brot überhaupt nichts zu tun, sondern es ist Kalbsbries, beziehungsweise die Thymusdrüse des Kalbs. Die Thymusdrüse ist ein wichtiger Teil des Immunsystems und das Immunsystem hat einen sehr wichtigen Einfluss auf Infektionskrankheiten, aber auch auf Krebs. Krebskranke berichten oft, dass ihre Krankheit nach einer besonders stressreichen Phase diagnostiziert wurde. Und Stress beeinflusst das Immunsystem auf negative Weise. Vielleicht war jemand gestorben oder man hatte den Job verloren oder eine Scheidung hinter sich oder es gab Geldprobleme oder die Kinder waren krank. Da anscheinend niemand Kalbsbries haben will, bekommt Andrew ihn fast kostenlos oder sehr preiswert. Rinder- und Lammherz sind weitere bevorzugte Lebensmittel, weil sie sehr preiswert sind und ebenfalls extrem viele gute Nährstoffe enthalten. Lammherz ist zudem sehr fettreich. So braucht Andrew an den Tagen mit Lammherz kein weiteres Fett zu essen. Auch Hirn, auch sehr fett, und andere Innereien stehen auf seinem Speiseplan. Also der isst alles, was andere Leute wegwerfen würden. Und er hat recht. Ich habe schon oft gehört, dass Menschen, die zum Beispiel Probleme mit der Leber oder dem Herz haben, eben diese Organe essen sollten, also Rinderherz oder Rinderleber. Bei Andrew ist es das Hirn, das eine heilende Wirkung zusätzlich auf sein eigenes Gehirn hat. Wie ihr seht, sind gerade die Teile des Tieres gesund, die normalerweise keiner haben will. Innereien wie Hirn und Nieren gehören zugegebenermaßen nicht zu meinen Lieblingsspeisen, aber Leber und Herz habe ich schon oft gegessen. Als Kind habe ich Leber gehasst, aber mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt und ich stehe auf dem Standpunkt, dass der Geschmack zweitrangig ist, wenn man etwas isst, was der Gesundheit so zuträglich ist, weil es gibt nichts, was mehr Vitamine und Spurenelemente und Dinge enthält, die der Körper braucht, als Leber. Ja, so ist das. Früher, vielleicht erinnert ihr euch, gab es einmal die Woche Leber. Und ich habe dann immer Reis ausgenommen. Es war weniger der Geschmack als die Konsistenz. Ich konnte da nicht drauf beißen. Aber das war eindeutig ein Fehler. Aber als Kind ist einem das egal. Ja, da sieht man mal wieder, die Leute früher wussten eine ganze Menge und haben vieles richtig gemacht. Aber heute weiß man es ja besser. Nö? Ja, die Erfinder der Ernährungsrichtlinien und die Lebensmittelhersteller, die haben das alles revolutioniert und jetzt ist es richtig gut. Sarkasmus Ende. Was für viele Menschen in unserem Breitengarten kaum vorstellbar ist, sind Insekten auf dem Teller. Aber auch um diese macht Andrew keinen Bogen, weil Insekten klein sind und man dadurch das ganze Tier essen kann. Was immer besser ist, als nur Teile davon
herauszuschneiden, sich die Filetstücke herauszusuchen, die unter dem Strich aber viel wertloser sind als zum Beispiel die Innereien. Also Leute, das Billige, was keiner haben will, ist das Beste. Und jetzt, wo alles so teuer geworden ist, ist das doch mal eine Möglichkeit, Geld zu sparen. Andrew bevorzugt Insekten mit einem hohen Fettgehalt, wie Wachswürmer und Seidenraupen. Das sind Larven des Seidenspinners. Tierhandlungen, die Reptilien verkaufen, bieten solche Insekten an. Aber man kann sie auch online erwerben. Er bevorzugt aber lebende Tiere, die er dann in die Kühltruhe steckt. Ja, das ist nicht so appetitlich, aber die getrockneten, die man sonst kauft, die haben ja auch vorher mal gelebt. Ne? Irgendjemand musste die ja auch umbringen. Bevor er sie isst, spült er sie kurz ab und dann isst er sie so, wie sie sind. Also ohne jegliche Zubereitung, ohne Erhitzen. Widerlich, sagt ihr. Es ist vielleicht gewöhnungsbedürftig, aber an einem Hirntumor zu sterben, ist ganz sicher auch nicht viel lustiger. Online bekommt man oft nur gekochte und getrocknete Insekten und durch diese Verarbeitungsschritte gehen viele wichtige Nährstoffe verloren und auch die liegen ja auch oft lange in der Verpackung, bis sie verbraucht werden und ja, da gehen die Vitamine, die paar, die da noch drin sind, flöten. Andrew backt auch sein Brot aus diesen Insekten und sagt, dass es sehr gut schmeckt. Er hat schon seinen Gästen dieses Brot angeboten und die waren begeistert, bis sie erfahren haben, aus was das Brot hergestellt ist. Ich habe keine Informationen darüber, ob er immer noch mit diesen Leuten befreundet ist. Ich denke, er hat ihnen einen Gefallen getan. Insekten gehören übrigens zu den Grundnahrungsmitteln vieler unserer frühen Vorfahren, zumindest dort, wo man sehr weit vom Meer entfernt war und keinen Fisch zur Verfügung und andere Meerestiere zur Verfügung hatte. Andrew hat seinen Krebs jetzt seit 9 Jahren überlebt und er gilt aus medizinischer Sicht als krebsfrei. Geheilt würde ich das nicht nennen, er auch nicht. Aber das ist eine Momentbetrachtung, denn wie gesagt, es kann jederzeit passieren, dass der Krebs sich wieder aktiviert und diese Gefahr ist ganz besonders groß, wenn er zu seinem früheren Lebensstil zurückkehrt, was er aber ganz sicher nicht tun wird. Also ich kenne niemanden, der so klar und überzeugt ist, dass es keinen Weg zurück gibt wie Andrew Scarborough. Er führt jetzt ein normales Leben, wenn man von seiner strikten Ernährungs- und Bewegungsroutine einmal absieht. Von den vielen anderen Patienten, von denen er am Anfang gehört hat und die gleiche Diagnose erhalten haben, ist schon lange niemand mehr am Leben. Er ist ein Lone Survivor, ein einzelner Überlebender. Ich finde diese Geschichte sehr beeindruckend und sehr berührend und ermutigend für andere, die mit einer gleichen Diagnose konfrontiert werden. Andrews Erfolg ebnet Leidensgenossen den Weg auf der Suche nach einer Antwort, die funktioniert. Dass er noch am Leben ist, verdankt er ausschließlich seiner Beharrlichkeit, seiner Suche und Forschung und dem unbeirrten Willen und der Überzeugung, dass es etwas anderes geben muss als die Schulmedizin. Pablo Kelly ist ebenfalls ein Survivor, der ebenfalls mit 27 Jahren die Diagnose bekam. In seinem Fall war es von vornherein ein Glioblastom, also Stufe 4 von 4. Und sein Krebs war damit noch viel weiter fortgeschritten als der von Andrew Scarborough. Über Pablo habe ich nicht ganz so viele Informationen, aber seine Geschichte ist deswegen nicht weniger beeindruckend. Pablos Lebenserwartung wurde von den Ärzten mit 6 bis 9 Monaten beziffert. Das ist jetzt 9 Jahre her. Das ist ein Wunder, aber vielleicht auch nicht. Vielleicht verdankt er es auch einfach seinem Willen, zu überleben und alles zu tun, was zu tun ist.
Pablo ist einer von sehr wenigen, die das Glioblastom im vierten Stadium überlebt haben. Eine Operation war bei ihm nicht möglich am Anfang und auf Chemotherapie und Bestrahlung wollte er sich nicht einlassen. Wie Andrew Scarborough entschied er sich für die fettreiche, extrem ketogene Ernährung in Verbindung mit intermittierenden Fastenphasen und auch Dauerfasten. Nachdem sich sein Zustand gebessert hatte, konnten die Ärzte dann doch noch einen Teil des Tumorgewebes entfernen, aber eben nicht 100% und damit bleibt ein Restrisiko. Die Operation wurde bei vollem Bewusstsein durchgeführt, nur mit einer lokalen Betäubung. Die Ärzte wollten verhindern, dass zu viel gesundes Gewebe entfernt wird und Pablos Gehirn am Ende einen Teil seiner Funktionen einbüßt. Der Eingriff war soweit erfolgreich, aber jeder weiß, dass es mit verbleibenden Krebszellen nur eine Frage der Zeit ist, wann der Tumor wieder zu wachsen beginnt. Eine perfekte Radikallösung gibt es nicht, aber mit dem richtigen Lifestyle hat man zumindest eine Chance. Pablo sagt heute, ich werde irgendwann sterben, aber an etwas anderem. Und das finde ich toll. Die drei Überlebenden sagen, dass sie ihre Genesung zu 100% der Umstellung auf eine radikale ketogene Ernährung zu verdanken haben. Und in der Tat gibt es inzwischen viele, viele, viele mehr Erfolgsgeschichten dieser Art. Natürlich kann trotzdem niemand garantieren, dass das bei jedem zum Erfolg führt und dass es nie einen Misserfolg gibt. Aber man hört immer mehr darüber. Und was hat man bei so einer Krankheit schon zu verlieren? Ich mache dieses Video, weil ich der Meinung bin, dass eine Ernährungsumstellung in Richtung Ketogen bei jeder Krebsdiagnose für einen besseren Verlauf sorgt und die Überlebenszeit verlängert. Wer sich dennoch für den Weg der Schulmedizin entscheiden möchte, darf hoffen, dass eine Chemotherapie mit gleichzeitigem Fasten besser vertragen wird und weniger Nebenwirkungen zeigt. Professor Walter Longo hat dies schon vor Jahren in Mäusestudien nachgewiesen und es wurde dann später durch die Erfahrung von Menschen bestätigt, die eine Chemotherapie durchlaufen haben, mal mit, mal ohne Fasten. Also bitte, schreibt euch das auf, wer vor, während oder nach einer Chemotherapie fastet. Fastet, Wasserfasten, keine Kalorien, verträgt die Chemotherapie besser und hat weniger oder keine Nebenwirkungen. Manche haben beides ausprobiert, wie gesagt, Chemo mit und ohne Fasten und es war ein Unterschied wie Tag und Nacht. So, jetzt noch eine kleine Anmerkung dazu, dass oft behauptet wird, Fleisch verursacht Krebs. Die Veganer und die Tier- und Planetenschützer, das ist ja das Mantra. Aber wird eine Aussage wahrer, nur weil man sie oft genug wiederholt? Wenn etwas Wahres daran wäre, dann könnte man mit einer ketogenen Ernährung keinen Krebs besiegen, sondern man würde der Logik zufolge eher schneller sterben. Das Geschrei der Planeten- und Tierschützer ist unsinnig und wenig hilfreich. Aber fast noch schlimmer ist, dass sie sich zu Handlangern der Pharmaindustrie machen und dazu beitragen, dass todkranke Menschen vielversprechende Chancen nicht nutzen und ihre Zeit mit unsinnigen Behandlungen vertun. Bei der Frage, warum manche Menschen den Krebs überleben und andere nicht, schieben wir gerne den Genen die Schuld in die Schuhe, aber und Gene können in der Tat dafür verantwortlich sein, dass jemand ein höheres Risiko hat, an Krebs zu erkranken als andere Leute. Aber die Gene laden nur das Gewehr und der Lifestyle betätigt den Abzug. Wenn ihr euch das merkt, dann habt ihr schon einen riesigen Schritt in die richtige Richtung gemacht. Wenn die Schulmedizin am Ende ihrer Weisheit angekommen ist, dann kommt vielleicht der Moment, an dem man seinen eigenen Weg gehen sollte. Jeder muss in so einer Situation seine eigene Entscheidung treffen.
Niemand hat ein größeres Interesse an eurer Gesundheit als ihr selber. Auch wenn die Ärzte einem weismachen, dass wir ihnen so wichtig sind. Chemotherapie kommt immer dann zum Einsatz, wenn den Ärzten nichts anderes mehr einfällt. Und ich persönlich würde meine Zeit ganz sicher nicht damit verschwenden, die Ärzte ihre diversen Behandlungsmethoden durchprobieren zu lassen, um hinterher zu erfahren, dass es leider nicht funktioniert hat. Und dann ist es möglicherweise für das, was ich hätte tun können, auch zu spät. Ja, liebe Leute, das ist eine radikale Meinung, aber sie basiert auf sehr, sehr vielen Erfolgsgeschichten. Ich will hier niemandem sagen, was er tun oder denken soll, aber ich möchte euch informieren und vielleicht, wenn man an einem Punkt ist, wo man nichts mehr zu verlieren hat, vielleicht probiert man es dann mal aus. Ja, wenn ihr Fragen habt, dann sagt Bescheid. Ich gebe gerne weitere Auskünfte. Alles Interessante zu diesem Thema verlinke ich in der Beschreibung. Oh Leute, mir läuft es schon wieder hier. Das ist so warm hier. Ich habe den Ventilator ausgeschaltet, weil der so einen Krach macht. Aber ich werde ihn gleich wieder einschalten. Ja, vielen Dank fürs Interesse. Ich wünsche euch einen schönen restlichen Sonntag. Ich fahre nächste Woche nach Irland und besuche meinen Sohn. Dort ist es deutlich kühler als hier. Das ist eine erfreuliche Abwechslung. Ja, das nächste Thema kommt bestimmt irgendwann. Ich sage euch Tschüss und bis bald.